Kurz bevor das Video hier startet, möchte ich meinen Partner Loot4Games einmal vorstellen. Das ist der Link in der Videobeschreibung, weil aktuell gibt es eine Aktion, wo ihr wirklich zu jedem bestellten Money Booster wirklich bis zu 100 Millionen Dollar gratis dazu bekommt. Zum Beispiel, es gibt auf der Seite wie für alle Konsolen GTA Money Booster, GTA Unlock Alls. Es gibt zum Beispiel schon für 15 Euro 200 Millionen Dollar für den PC und es gibt schon für 20 Euro mehr günstige Angebote für die PS4 oder PS5. Check es ab, Link in der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Im Hintergrund trete ich aber einen neuen Moneyjob bei, weil mein Alter wieder mal gepatcht wurde. Ihr seht im Hintergrund, ich kriege pro Kill 600.000 GTA-Dollar und noch RP dazu. Also es ist ein RP und ein Moneyjob. Ich hau an euch 35 Einladungen jeden Tag raus. Wenn ihr da teilnehmen wollt, beziehungsweise diesen Job haben wollt, dann könnt ihr einfach diesen Kanal hier abonnieren und die Glocke aktivieren. Einfach das Video eine positive Wertung da lassen und in die Kommentare euren Konsolen und euren Namen reinschreiben und dahinter noch euren Social Club Namen, damit ich weiß, wen ich einladen muss, ich euch kontaktieren kann. Und jeden Tag um 18 Uhr werden die Einladungen verschickt. Und ja, ihr seht, es ist der beste Moneyjob aktuell in ganz GTA. Nicht wundern, also 600.000 und nach sofort ein Dollar, weil Leute, sonst wird der Job wieder mal gepatcht. Und dann viel Spaß mit dem heutigen Video. Hey Leute, und was geht ab und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und im heutigen Video habe ich für euch einen neuen Money Glitch am Start. Im heutigen Video habe ich für euch einen neuen ohne alles Glitch bzw. Geldmethode am Start, mit der wirklich sehr viel Geld jetzt noch generieren könnt. Wenn das neue DLC im Dezember rauskommt, habe ich für euch einen mega heftigen Mike-Glitch, wofür jeder von euch so viel Geld generieren kann. Ihr könnt mit diesem Glitch mindestens 10 Millionen Dollar schon beim ersten Mal ausführen generieren und ich finde das sehr gut dann für das neue DLC oder wenn ihr sowas kaufen wollt vor dem DLC. Und ja, dann können wir direkt loslegen. Aber was wichtig ist zu erwähnen bei diesem heutigen Mindglitch, der ist noch solo dazu und geht unfassbar einfach und schnell. Sollte der heutige Money Glitch bei jemand von euch beim ersten Mal nicht klappen, dann müsst ihr aber nochmal probieren. Und beim zweiten oder auch beim dritten Mal wird er hundertprozentig bei euch klappen. Es kann sein, dass er am ersten Mal immer einen kleinen Fehler macht. Deswegen einfach nochmal probieren und sonst einfach alles gleich wie ich nachmachen. Und let's go mit dem heutigen Money Glitch. Sollte Hilfe brauchen bei diesem Glitch, schreibt mir auf Instagram eine Privatnachricht oder einfach in die Kommentare rein, dann werde ich euch helfen oder ein anderer User, der gerade nach Lust und Laune euch hilft. Wenn ihr jetzt in der Sitzung angekommen seid, ihr geht auf euer Interaktionsmenü, runter, bis der Punkt Fahrzeuge kommt und jetzt müsst ihr ganz wichtig den Fahrzeugzugang bei euch auf Niemand stellen. Braucht ihr jetzt ein anderes Fahrzeug, womit ihr hier zum nächsten Laden in eurer Nähe fährt. In dem Fall habe ich jetzt ein Motorrad und mit dem fahre ich jetzt einfach zum nächsten Laden, der bei mir in der Nähe ist. Am besten ihr fährt zu den gleichen wie ich, damit der Glitch auch hundertprozentig bei euch klappen kann. Aber wenn ihr jetzt irgendwie auf andere Seite der Map seid, ist auch nicht so schlimm, wenn ihr nicht zum gleichen fährt. Ja, dann steigt ihr mal ab, läuft in diesen Store hinein. So, dann geht ihr mal hier vorne hin und geht auf Snacks kaufen. Jetzt geht ihr runter auf das Wasser hin und kauft euch einmal das Wasser. So, bis es auch wieder despawned ist. Dann geht er rauf und haut euch einmal ein PS und QS. Dann geht er auf euer Inventar und bis es noch da liegt, müsst ihr schnell euch gönnen. Ihr seht, jetzt ist auch schon despawned, aber ihr müsst es einfach schnell sein und schnell gönnen. Laufe da hinten zum ATM einmal hin. Laufe zu dem ATM da hinten einmal hin. Und dann, wenn ihr hier jetzt einmal drauf seid, seht gleich wie ich hier das ATM, dann geht jetzt einmal drauf, tippt euren persönlichen Zahlencode einmal ein und hebt jetzt auf euer Geld, was ihr jetzt so habt oder wenn ihr nur Dollar habt, auch perfekt, einfach das drittgrößte Betrag einmal ab. In dem Fall ist 1, 2, 3, 2.500 bei mir, deswegen einfach 2.500 jetzt einfach mal abheben. Ja, dann lauft ihr hier hinten einmal in seinen Raum hinein und da wird ein PC stehen. So, was habe ich gesagt? Hier steht der PC. So, lauft ihr hier mal rein und greift auf diesen Computer einmal zu. Ihr geht oben auf den Punkt Verfassen und tut mal auf Empfänger auswählen gehen. So, jetzt müsst ihr den letzten Empfänger auswählen, der bei euch verfügbar ist. In dem Fall ist der bei mir jetzt verfügbar. Dann klickt ihr mal drauf und geht auf Nachricht Betreff reinschreiben. Ich schreibe jetzt irgendwas rein, es kann komplett egal irgendwas sein und das entfernt ihr dann wieder. Ja, ihr werdet sehen, er wird ein Fehler kommen und dann müsst ihr einfach mal einen Punkt setzen und dann einmal auf Nachricht und auch einen Punkt und jetzt einfach die Nachricht einmal absenden. So, dann verlässt ihr es einmal wieder, dann habt ihr es getan, dann geht ihr auf Online und verlässt geht ihr online einmal wieder. Habt ihr gesehen, einfach geht ihr online gleich wie ich einmal verlassen. So, sobald ihr in GTA Offline angekommen seid, müsst ihr auf Cruise gehen gleich. Ich zeige euch gleich, wie es funktioniert. Wichtig, Zielmodus auf freies Zielen gesetzt, damit ihr auch wirklich in die richtige Sitzung kommt, wo ihr auch richtig viel Geld bekommen werdet. Ja,
freies Zielen-Simulus und dann ganz, ganz wichtig, geht ihr auf Online. Wenn ihr auf Online seid, geht ihr auf Crews, runter auf vorgeschlagene Crews und jetzt geht ihr auf die erste Crew, die bei euch ist, geht als aktive Crew festlegen, also wenn bei euch noch nicht da steht, dann einfach beitreten und als aktive Crew festlegen, dann geht ihr in eine andere Crew rein und tut die wieder als aktive Crew festlegen. So, dann sobald ihr jetzt auf Online geht, so zack Online, auf GTA Online spielen und eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung startet, werdet ihr einfach 10 Millionen Dollar beim Spawnen bekommen. Und ja, ich muss gesagt haben, ich lade jeden Tag 14 Uhr neue Minecraft hoch, beziehungsweise ich probiere es und ja, jeden Tag 14 Uhr einschalten, das lohnt sich. Nehmt auch gerne meinen Job teil und ihr seht, ihr habt wirklich 10 Dollar bekommen. Haut auf den Abonnieren-Button, aktiviert die Glocke, folgt mir auf Instagram, dort hat sich etwas official, Link in der Videobeschreibung. Nehmt gerne am Unlock All Giveaway teil oder auch beim Money Job. Bis morgen 14 Uhr, Freunde. Ich hoffe, ich sehe euch morgen wieder. Ciao, ciao.